Es war so, dass wir nach dem Spiel gegen Freiburg erstmal so ein bisschen Kräfte gesammelt haben, ein bisschen uns entspannen können. Dann sind wir recht hart und anstrengend in die Woche gestartet, haben jeden Tag auch zweimal trainiert. Am Wochenende hat der Trainer uns freigegeben, haben dann nochmal regenerieren können und sind dann am Montag wieder mit vollem Elan in die Woche gestartet, um uns dann auf das Spiel gegen Düsseldorf vorzubereiten. Wir haben viel gearbeitet, das war aber so geplant und ich muss ehrlich sagen, bin ich sehr zufrieden. Alle Spieler haben richtig gut mitgemacht, richtig gut mitgezogen und das Einzige, was uns gefehlt hat, war das Spiel gegen Dortmund, weil in letzter Sekunde war das abgesagt und wir haben keine Möglichkeit, vernünftige Gegner zu finden, um zu spielen. Aber wir haben sehr gut und konzentriert gearbeitet und bin ich sehr zufrieden. Ich habe auch weiter mit dem Spieler viel gesprochen. Das war auch ein guter Austausch und die wissen jetzt mehr, wie ich ticke. Ich kenne auch die Mannschaft ein bisschen jetzt mehr und dann war eine sehr schöne Woche. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich 5 Jahre für diesen Verein gespielt habe. Habe dort 2 Aufstiege mitfeiern dürfen, auch den Aufstieg in die erste Liga. Natürlich ist es für mich etwas Besonderes, weil ich auch das erste Mal wieder dort im Stadion auflaufen werde, nachdem ich dort weg bin. Aber nichtsdestotrotz geht es da nicht um die Fortuna oder mich, sondern da geht es um den MSV Duisburg, um die Mannschaft und natürlich um 3 Punkte, die wir am Freitagabend holen wollen. Aufgrund der Mannschaft, des Umfeldes, des Etats konnte man nicht damit rechnen, dass die auch dort unten in der Tabelle stehen. Nichtsdestotrotz ist es egal, welche Mannschaft dort unten steht. Wichtig ist, dass wir auf uns gucken und unser Bestes geben. Nach dem Tabellenstand sind wir immer noch am letzten Platz. Düsseldorf ist auch eine Mannschaft, wo zu Hause nachgewiesen hat, dass die stark sind. Die haben viele Punkte zu Hause geholt. Wenn ich mich nicht täusche, sind auf dem Tabellenplatz 10 laut Heimtabelle. Die sind auch mit einem guten Kader, mit einem hervorragenden Trainer wie Frank Rahm. Ich kenne ihn sehr gut und für mich, der ist auch ein sehr guter Trainer. Der arbeitet auch sehr akribisch und natürlich in dem Derby zu Hause, mehr oder weniger, ist Düsseldorf Favorit, aber wir werden unsere Chance haben und ich denke, dass wir auch nutzen können. Die Situation, Tabellenkonstellation ist ja schon sehr brisant. Ne? Wir haben ein rheinisches Derby. Dann die Tabellenkonstellation natürlich. Wir müssen unbedingt punkten, um unten Anschluss zu halten. Und für die Fortuna ist es natürlich auch dramatisch. Von daher wird es wahrscheinlich ein sehr hektisches Spiel. Ein richtiges Derby hoffentlich auch und mit dem besseren Ausgang für uns. Ja, wir haben auch mit der Mannschaft gesprochen. Wir wollen definitiv punkten. Das ist jetzt sehr wichtig für uns. Wie gesagt, gegen Freiburg war eine gute Einstand von mir. Wir haben auch gut gespielt und Punkte hoch verdient. Das kommt jetzt nächster Schritt und wir wollen auch kontinuierlich punkten, dass wir auch aus dem letzten Platz nach oben uns klettern. Klar, schon vom Beginn, das wird auch Derby sein. Derby, wo auch mit viel Bedeutungen auch, ich muss auch ehrlich sagen, bei so einem Derby bekomme ich Gänsehaut, weil das wird auch tolle Atmosphäre, tolles Stadion, Freitagabend, Flutlicht. Wir freuen uns auf das Spiel. Sehr bemerkenswert, dass so viele Leute uns auch dorthin unterstützen, auch an uns glauben jetzt in dieser schweren Situation. Kann man einfach nur sich darauf freuen auf dieses Spiel, volles Stadion, Flutlichtspiel, Derby, was will man mehr? Es ist auch sehr schön zu hören und zu merken. Ich habe auch sofort gemerkt, die waren auch da gegen Freiburg, die haben uns unterstützt und freue mich dafür auch. Wenn so viele kommen bei Auswärtsspielen, dann ist schon ein Zeichen, dass wir auch alle zusammenhalten.